In diesem Video geht es um Lichtquellen außerhalb des Stromnetzes. Ich mache jetzt den Rollladen wieder hoch und dann fangen wir an. Bleibt dran, wenn es euch interessiert. Oh, die Gaslampe mache ich mal wieder aus. So. Faucht unheimlich. Der Glühstrumpf ist schon ein bisschen lädiert. Aber als Backup, warum nicht? So große Dinger mit den großen C-Batterien würde ich auch mal ad acta legen. Inzwischen habe ich sowas für zu Hause mit 12 LEDs. Funktioniert auf 4 AA-Batterien, ist sogar spritzwassergeschützt mit Gummidichtungen hier. Könnte man also auch im Regen irgendwo aufhängen. Lichtquellen, die eher für den stationären Bedarf sind, wie auch das als Notleuchte hier mit Hell, Mittel und Aus, die man auch anhängen kann, per USB aufladbar, als Studiobeleuchtung unterwegs, als Arbeitsleuchte, um was am Auto zu reparieren oder so weiter. Zu Hause benutze ich auch häufig dieses Gerät mit dem Bewegungsmelder dran. Der hat auch noch gleichzeitig eine Lichtempfindlichkeit. Sobald es also dunkel ist, funktioniert er. Jetzt, wo das Licht genug ist, geht er nicht an, trotz Bewegungsmeldung. Historisch gesehen habe ich immer gern gebastelt. Ich liebe das Amber Warmweiß. Ich habe mir mal so eine alte, aus dem Werkzeugkasten, so eine Kopie einer MacLight umgebaut. Die hat nur, so jetzt, da ist einfach eine Luxion mit den Beinen rein und ein Heißkleber anstatt der Glühbirne. Ich liebe diese Farbe des Lichtes. So ist immer mein Basteln gewesen. Hier hatte ich mal eine alte Powerbank umgebaut mit Schalter, dass man das aufladen kann und auch Strom entnehmen, aber auch gleichzeitig meine Lieblingslampenfarbe hier in der Dose. Basteleien, heute nicht mehr so aktuell benutzt, aber der Vollständigkeit halber mal gesagt. Auch aus Russland oder der Ukraine mit 3 AA-Batterien betriebene Stirnlampe habe ich noch so als Deko oder um eine gewisse Nostalgie zu haben. Mag ich daher auch ein bisschen noch nicht wegwerfen. Vielleicht bastel ich mal da was mit. So, dann kommen wir zu der ersten Lampe, die ich mal geschenkt bekommen habe. Das ist die Ultra Fire. Und hier so eine Zoom-Taschenlampe, die habe ich damals von Bernd in einem Giveaway bekommen. Da ist eine Cree Q5 drin. Diese Lampen haben den Vorteil, dass ich alte Doppel-A-Batterien, die in der Waage und so weiter nicht mehr funktionieren, hier benutzen kann. Und dieses Ding ist jetzt bestimmt so knapp 10 Jahre alt. Und weil ich so zufrieden war, habe ich mir nochmal dieselbe besorgt. Die hat aber schon ein Software-Update. Die hat einmal das helle, das mittlere Licht und dann ein Stroboskop, im Gegensatz zu der roten, die nur an und aus hatte. Funktioniert aber genauso mit einer Doppel-A-Batterie, bis sie leer gelutscht ist. Zum Schluss flackert es ein bisschen, aber geht noch. Und im nächsten Giveaway, was ich eigentlich vorhabe bei 888 Abonnenten, kommt diese Lampe mit ins Spiel. Und, da sind wir bei den Stirnlampen, eine von den beiden ist eigentlich das gleiche, sind akkubetriebene Lampen, die haben einmal einen Spot, eine Stirnlampe, einmal diese COB-breite Lampe
und wieder aus. Ganz einfach. Also die lege ich mal zurück. Ich habe damals diese Lampe in einem Giveaway geschenkt bekommen. Die Batterien sind relativ schwach, aber die hat den Vorteil, dass eben ein Rotlicht dabei war als Stirnlampe. Das wäre toll, wenn die gleiche Lampe nochmal mit einem Rotlicht betreibbar wäre, dann hätte man diese Nachtsichtfähigkeit nach links und rechts, wie man sich erhält. Ja. Von daher habe ich die immer noch nicht weggeschmissen, weil das Rotlicht ist mir sehr viel wert unterwegs. Genau das gleiche hier. Die hat eben die 2 LEDs, die 4 LEDs, die 8 LEDs, das Rotlicht mit 2 LEDs blinkend und das war's. Da hätte ich mir gewünscht, dass das den Modus hätte mit Rotlichtdauer. So wie hier. Aber definitiv heller. Ja. Gut, das Thema Stirnlampen ist damit ad acta gelegt. Außer ich improvisiere gerne. Also damals habe ich von Through Night so eine, wo man den Clip umsetzen konnte. Die kann man sich wunderbar an eine Schirmmütze dran klippen. Funktioniert mit einer AAA-Batterie. Diese hier ist jetzt kaputt und ich weiß nicht warum. Aber die baugleiche funktioniert bei meinen Schwiegereltern noch. So. Und ganz aktuell habe ich mir vor etwa 6 Wochen diese akkubetriebene Schlüsselbundlampe besorgt. Mit zweimal Klick kommt man hier in den Moonlight-Modus und geht dann mittel, dann geht es hell und dann geht es turbomäßig hell und wieder in den Moonlight-Modus. Wenn man länger drückt, geht es aus und wenn man dreimal drückt, kommt man in diese seitliche Beleuchtung hier. Einmal die einfache LED, dann das blinkende, dann das Ultraviolett, womit man zum Beispiel auch so Glow in the Dark aufladen kann. Da komme ich gleich noch zu. Und das Rot. Und dann haben wir das Rotblinken und danach haben wir ein Spielzeug Polizeilicht. Amerikanisches, naja. So, und wenn man wie gesagt hier dreimal klickt, aber wenn man länger klickt, dann ist es wieder aus. Wenn man zweimal klickt, kommt man wieder nach vorne. Also wenn beim dreimal klicken ist man da und beim zweimal klicken ist man wieder vorne. Und wenn die aus ist und man länger klickt, kommt man sofort in den Turbo-Modus. Also so ein Haltemodus. Ja, die hat mir schon unterwegs sehr viel geholfen, wo ich früher immer das Handy rausgeholt habe und dann geguckt, wie war denn das nochmal mit dem LED hier anmachen. Genauso bei denen. Also da bin ich froh, dass ich nicht immer ein Handy habe dabei müssen, weil einen Schlüsselbund hat man immer dabei. Also wer sich interessiert, guckt da einfach mal rein. Ich habe die hier von Temu. Das ist die Mini, wie heißt sie? Irgendwie Mini FY11. Und die hat auch, ist nicht nur Tailstandfähig, die hat auch hinten super dünne Magneten, wodurch sie halt auch an der Motorhaube oder wo an Briefkasten, wo auch immer, hält. Ist schon praktisch. Hat mich nur 5 Euro gekostet. Ja, egal was man von China halten mag, aber manchmal sind die Preise doch echt heftig. Früher hatte ich als Schlüsselbundlampe gerne meine Ruby Tech. Da hatte ich eine Glow in the Dark. Die Mechanik mal kaputt gegangen, weil ich zu heftig gedreht habe. Es ist alles Plastik drin. Aber die ist eine Kurbellampe. Und ich habe mir, weil sie sich beim Ein- und Ausstecken in die Tasche immer selber angeschalten hat, habe ich mir hier einfach ein Stück Fahrradschlauch so zurechtgeschnitten, dass ich einen Schlagschutz habe. Gleichzeitig aber auch der Schalter ist beschützt. Den kann ich natürlich gummimäßig an- und ausmachen. Ich habe es mal getestet, so 45, 48 Minuten mit einer Aufladung
hat aber auch eine Solarzelle, also besser als nix und reicht oft aus, wenn man unabhängig von USB-Stromquellen oder in so einer USB eben unabhängig von 3A-Batterien Licht dabei haben will. Ganz notfallmäßig geht natürlich auch immer Streichhölzer oder ein Feuerzeug, da wo es nicht gefährlich ist, klar. So, das Basteln habe ich inzwischen schon fast aufgegeben, aber manchmal findet man solche Teile, denkt sich, wow, da könnte man ja was draus machen, aber ich sag mal, wenn man für heute für 5 Euro sowas finden kann, dann würde ich nur dann basteln, wenn ich meine Lieblingsfarbe, nämlich das Amber, da reinkriegen würde mit dem Akku. So, irgendwann mal habe ich vom Miro Acronymity in einem Sale diese Orca Torch T20 bekommen. Die hat einen Tail Switch und dann das Toggeln hier zwischendrin mit Moonlight. Ich glaube, es waren 20, dann, ich weiß nicht, 100 Lumen, 250, 600 und 950 ist das meiste. Für 10 Minuten, ist schon heftig. Das habe ich mal neben einem Autoscheinwerfer gehabt, also das ist heller als ein Autoscheinwerfer. Also subjektiv in dem schmalen Kegel. Ja, die wird auch mit einer so einer 3000er Milliampere-Stunden 18650er Batterie betrieben. Ist aber heavy, also eher was für Expeditionen. Und da muss man halt immer gucken, wie kriegt man die unterwegs geladen. Da habe ich noch keine Lösung. Was jetzt noch einfach Richtung Basteln geht oder experimentell, sind diese kleinen LED-Chips mit USB. Kann man sich eine Powerbank nehmen. In diesem Fall habe ich die gleich mit Ladekabel eingebunden und habe mir so ein LED aus China besorgt. Und die kann man sich hier so reinstecken, hat man auch Licht. Ein sehr breites, helles Licht. So, und jetzt gerade vor kurzem habe ich einen Bekannten gehabt, der hat einen 3D-Drucker und hat sich das Glow-in-the-Dark-Leuchtfilament besorgt. Wir hatten es eigentlich darum, weil ich ja das Tuya Knife hier mit dem Titan, Voll-Titan-Griff, hatte ich hier die Löcher drinne und irgendwie kamen wir auf die Idee, das könnte man doch mit Glow-in-the-Dark-Plastik-Nubs füllen. Und wo wir schon dabei waren, hat er hier auch gleich welche reingemacht, leuchtet also schön im Dunkeln nach. Und dann meinte er, weil du so lange warten musst, schenke ich dir noch die Kiste dazu. Und das passt halt genau da rein. Und eine Woche später kam er dann, also und meinte, ja, wenn ich dir das hier, dieses Silikonband noch drucke, dann wäre es ja sogar wasserdicht. Und dann hat er mir noch so ein aus diesen Rasierklingen so ein Klappmesser besorgt. Leuchtet im Dunkeln nach, kann man also wie gesagt wunderschön im Dunkeln einhändig bedienen, wenn man irgendwie mal was braucht. Hier sind Magneten eingelassen, einer hier und einer hier gegenüber, sodass im geschlossenen Zustand die Magneten zusammenhalten, einen gewissen Detent haben hier und im offenen Zustand. Aber klar, so wie ein Friction Folder, das hält man dann halt so, sodass man zuklappen kann man nicht in die Richtung und so ran zuklappen kann man durch den Detent auch nicht. Also wenn man dann hier was schnitzt oder schneidet. Tolle Spielerei, was man heute mit einem 3D-Drucker so alles machen kann. Passt auch wunderbar hier längs in die Kiste, falls man sich so einen Stash macht. Habe ich eine alte Casio noch, die hat ja auch noch eine Beleuchtung hier drin, eine grüne. Okidoki. Aber über alles benutze ich am meisten diese Stirnlampe mit USB und einer von den beiden mit 3A und unterwegs die.
So, dann. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Also habe ich noch, hatte ich hier noch ein bisschen Ibuprofen und Kohletabletten und einen Gummiring. So, lecker mal Feuerzeug reinmachen. Zum Abschluss habe ich das extra aufbewahrt. Das hat eigentlich meine Faszination überhaupt erst getriggert, weil ich Geld für irgendwelche OLEDs irgendwie nie so psychologisch über hatte. Und ich habe mir aus einer Vitamindose das ausgedacht. Also ein Freund von mir, der Super Hanno, der hat mir das dann gelötet und ich habe hier Akkus drin, die einmal im Rotlicht haben und einmal grün. Wir sagten immer taktisches Grün und erotisches Rot dazu. Und ich habe das so gemacht, dass ich das mit dem Schnürsenkel um den Hals tragen kann. Hier habe ich einen Einschaltschutz und wenn ich Rot haben will, schalte ich nach rechts. Rot für rechts, Herr Eselsbrücke. Und wenn ich aber das helle Grün haben will, dann schalte ich nach links. So, so rum war es. Ja. Wird per USB hier aufgeladen. Und kann man ja kurz reingucken hier. Wird von 3 AAA Nickel-Cadmium-Hybrid-Akkus geladen. Und das bedeutet natürlich, dass die am Ende kann man sie einfach aufladen am Laptop oder wo und man tut die nicht so überladen. Die werden dann einfach warm. Ohne irgendwelche Elektronik. Ich mach's gleich wieder zusammen. Also in diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Ciao Leute. Tschüss.